Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format auf diesem Kanal. Master will das auf Mindflex spielen wir heute. Herzlich willkommen. Ganz genau. Ja, haben wir noch nie gespielt. Und ja, genau. Heute müssen wir einen Wither bauen. Oh, ich weiß nicht mal mehr, wie der aussieht. Ich weiß, wie er aussieht, aber ich weiß nicht, wie du den am besten machst. Ich muss ja kurz schauen, wie der aussieht. Ich muss auch kurz nochmal gucken. Ich weiß grob, wie er aussieht, aber das ist tatsächlich eigentlich machbar. Ich baue aber nicht ab. Ich habe nur kurz angeschaut, einmal. Was eignet sich da denn noch so? Das ist schon so. So, und natürlich noch ein bisschen davon. Ich hoffe mal. So circa ein bisschen hin. Soll ich ein bisschen mit wie heißt's? Schneller machen? Ja, ich würde schon ein bisschen Zeit drauf machen. Alles klar. Ich würde halt zwei Runden dafür machen, aber. Ja, dann würde ich sagen. Bis gleich, Leute. Geht sogar. Ach fuck, am Schluss habe ich es noch hinbekommen, so wie ich es wollte. Aber beim letzten Kopf hat es mir gefehlt. Naja, Leute, wir sind damit fertig. Und mit bauen. Im Ding. Oh, das ist gleich meins am Anfang. Das sieht tatsächlich aber gar nicht mehr so scheiße aus. Ja, beim letzten habe ich es leider nicht mehr hinbekommen, jetzt mit diesen Augen. Aber es sieht nicht schlecht aus, tatsächlich. Ja, wundert euch nicht, das ist nicht mein Account gerade. Bild bei Marty. Wir ignorieren, dass Tobi gebannt wurde. Das sah deins besser aus, tatsächlich. Ja, das finde ich hässlich. Da muss ich schon mal mehr geben. Das ist echt hässlich. Ist vor allem sind es nur zwei Köpfe. Ja, ein Wither hat drei Köpfe. Ja. Wichtiges Detail. What the fuck? Scheiße, was ist das? Bei Heißer Bleeding. Es ist kreativ, aber echt hässlich. Was ist daran kreativ? Gar nichts. Oh. It exploded! Da fehlen auch zwei Köpfe. Als ob die alle so schlecht sind im Bauen, Alter. Ey, das meinst du bisher echt ein Kunstwerk dagegen, ne? Ja, ich mach mehr bei dem. Portal 13. Weil es eigentlich auch mal Eis auf Fliegen verdient hat. Ich hab tatsächlich mal Eis auf. Hä? Wow, das kann ja jeder, Alter. Das gibt mal Eis auf Fliegen. Überhaupt ja, das ist halt echt keine Mühe. Fail. Yes. Yes! Wir geben so nur Scheiße ein, Leo. Yes! Hä? Was ist das für ein Männchen, Alter? Das ist doch kein Wither. Also vielleicht wirkt es jetzt gerade, dass wir einfach nur alle anderen schlecht bewerten, aber das ist einfach Scheiße! Ist so, ne? Ich hab nicht mal bewertet gerade. Das hat ja nichts mit Wither zu tun. Ohne Witz. Okay. Ja, naja. Nee, eigentlich auch nicht so geil. Also hier unten hat er wenigstens mal einen Wither gebaut, theoretisch. Daraus spawnt ja ein Wither. Also, ich hab tatsächlich auch mehr gegeben, aber naja. RIP! Das hat wenigstens mal die Form annähernd von dem Wither. Und die weißen Dinger sind auch richtig geplaced. Das gibt es okay. Dankeschön! Ja, ist es deins? Das ist tatsächlich meins. Also von denen bis jetzt am besten, würde ich sagen. Finde ich auch! Alter, What? Ohne Witz, das ist doch keine Konkurrenz, was wir haben. Das ist doch einfach eine Scheiße. Haben wir die Einzigen, die kurz nachgeguckt haben, wie Wither aussieht? Ich glaube schon, ja. Also, nee, ich habe nicht bewertet, trotzdem für hier. Oh mein Gott. Oh lol, Alter. Was ist das? Die Hinter Day. Oh, yes! Oh, was? Da war jemand vor mir? Alter, wie assi. Ah,
Ole, ole. Was ist denn jetzt das neu? Ich hab schon ewig nicht mehr auf Mindplex gespielt. Ich auch nicht. Naja. Also, ich möchte anmerken, Runde 1 ging an mich. War ja auch heftige Konkurrenz am Start, muss man schon mal sagen. Naja, wir sehen uns in Runde 2, würde ich sagen. Ja, bis gleich. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück in der zweiten Runde. Runde 2. Genau. Let's have fun again. Hup, hup. Ein Bär. Oh. Tiere sind immer so... Bär ist grenzwertig. Ja, das ist echt tricky immer. So Tiere oder Menschen. Naja, let's try. Der wird überdimensional, aber... Ich daher gebaut, Leute. Warum bin ich immer erst? Bester Bär, oder? Oh mein Gott. Ich muss nur bewerten, Alter. Er ist sogar wahrscheinlich der Beste wieder. Der ist aber eigentlich. Der ist nicht am Anfang schlecht. Ist es immer scheiße, weil die Leute da keinen Vergleich haben. Das ist immer voll unfair irgendwie. Was ist das? Wobei, der ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber er ist verschoben, die Augen sind verschoben. Oh, der ist so ein Riesenclown, Alter. Das ist so ein Biber, oder? Aber auch der ist nicht, der ist im Verhältnis nicht schlecht. Eigentlich schon. Das war ja echt hässlich dagegen, die Runde. Nee, Alter. Das ist ein Hase, Mann. Scheiße, Alter. Weil mir das so gegrinst hat, Alter. Fuck. Oh. Der ist. Wäre der Kopf nicht so weit in den Körper drin, wäre. Ach, halt dein Maul, Mann! Der war aber gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, ich weiß, dass der nicht schlecht war, aber. Ja, gut, so. Fuck. Ging es noch? Ich weiß gar nicht, ob er gezählt hat. Ja. Ich bin nicht fertig geworden. Aber das ist ein Dinosaurier. Oder ein Drache oder sowas. Aber es gibt einen, weil es an sich nicht schlecht aussieht, aber es ist halt kein Bär. Not really a Bär, ja, der schreibt's eigentlich definitiv. Was ist das? Wo ist da vorne? What the fuck? Nee, Mann, das ist ja Ding. Das ist auch kein Bär. Was ist das? Das ist ein Keks mit Gesicht. Schokokeks. Oh. Na, naja. Was ist das? Was ist das? Naja. Mehr gibt es. Was ist das? Ein fettes Stück Scheiße? Ja, schon. Besser als der Keks. Oh, wie sieht der aus? Naja. Das ja. Ist auch so ein Drache irgendwie, finde ich. Aber da auch hinten. Nicht so ultra schlecht. Ja, meh. Kaiskas Salami, toller Name. So. Oh. Oh. Was? Oh. Nicht mal in den Top 3. Das ist ja echt schwach. Aber ich bin vor dir! Alles klar. Das ist einfach nur, weil ich Erster war. Da hat man einfach keinen Vergleich und die machen irgendeine Scheiße rein, weil die alle denken, es wird noch besser. Ich bin einen Punkt vor dir, Alter. Ich will nicht mehr am Anfang kommen. Waren wir überhaupt noch eine Runde dran? Ja, eine Runde geht noch, oder? Okay, ja. Würde ich schon sagen. Also bis gleich. Bis gleich. So, und damit zur dritten Runde. Mal schauen, was wir diesmal bauen dürfen. Oh. Regenbogen! Na gut, das geht ja noch. Fuck. Welche Farben nimmt man da? Was sind die Farben des Regenbogens? Ich gesagt. Keine Ahnung, Mann. Ich nehme gerade irgendwas raus. Alle Farben, die schön aussehen, nehme ich raus. So, Rainbow. Ich mache aber nicht so ein Standardding.
sondern. Okay, ich mach schon das Ding. Meistens, was ich überlegt habe. Und Zeitraffer, let's go! Wupp, wupp! So, das ist mein Endprodukt. Ja, ich finde meinen gar nicht so schlecht. Und ich bin natürlich wieder Erster. Das gibt's nicht, ey. Aber der ist gut. Guck mal, da ist so ein kleines Baby. Und da hinten ist der Schatz. Am Ende vom Regenbogen. So, irgendwie echt, war fällt gelb. Außerdem ist hier irgendwie verbaut. Hä, voll schön. Nein, das soll so. Das ist die Form, dass es wieder so schön rund wurde. Oh ja, mit Glasses sieht es auch geil aus. Stimmt. Der ist nicht schlecht, der ist tatsächlich nicht schlecht. Das gibt auf jeden Fall gut. So. In den Goldboden aber ein bisschen unpassend. Ja, das ist scheiße, stimmt. Wieso, das wird besser gepasst. Huch, achso, das kommt hier um. Ja, das ist kreativ auf jeden Fall. Ist also nicht einfach nur ein Regenbogen gebaut. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Gibt also auch gut auf jeden Fall für die Idee. Ja. So. Okay, halt. Schön. Schön mit. Sparkle, Sparkle. Wunderschön, würde ich mal sagen. Also, es ist, wenn es nicht gerade. Das ist. Everything ist ausgefasst, ne? Haben extra Bäume gepflanzt. Gut. Eindeutig gut. So. Was ist denn gut? Ist gut. Das hier ist nicht gut. Das gibt. Das ist meh. Ja. Einfach ultra langweilig und unterhaltsam. Ne? Und dann bin ich fertig. Ja. Was haben wir? Nee, auch nicht. Das ist auch voll hässlich, Alter, meh. Voll random irgendwas Glas platziert, Alter. Aber safe bin ich sogar schlechter als das hier. Einfach weil ich Erster war. Weiß ich jetzt schon wieder. Du bist wahrscheinlich wieder schlechter als ich. Und ich war ja schon scheiße. Der ist nicht fertig, das ist ein bisschen schade. Aber es ist eigentlich okay, ganz okay. Ja, gibt's okay auf jeden Fall. 102er, der hat doch bestimmt nichts mit dem 247er zu tun. Nein, die sind vorhin auch nicht gemeinsam reingejoint. Nein. Es regnet, das passt nicht zum Regenbogen. Okay. Meh. Meh. Passt gar nicht zum Regenbogen. Eigentlich schon. Was? Ob der gerade Failure bekommen hat. Ich glaube, der Regen hat reingekackt. Ja, aber Regenbogen ist doch normal bei dem Regenbogen. Als wäre das jetzt so unnormal. Nee, das ist Idee, aber der Regenbogen an sich ist nicht so okay. Aber mit dem Einhorn, das ist schon cool eigentlich. Ja, okay, das ist Einhorn gibt gut, Einhorn ist immer gut. Einhorn ist kreativ. Pink Fluffy Unicorn. Was ist das? Das ist eine Wolke. Alter, das ist sogar mit Regen unten. Hä, voll gut, Mann. Das geht gut. Ich find's cool. Sammeln. German, let's Angie. Angie! Alles klar. Und jetzt. Wer hat gewonnen? Also ich nicht. Ja. Oh, das ist so schlecht. Oh! Ganz miese Leistung. Ja, also ich fand es auf jeden Fall ziemlich unfair, dass ich hier das alle drei Runden Erster war. Weil Erster ist einfach, das ist einfach scheiße. Das ist ja grundsätzlich eine schlechtere Bewertung. Ja, das stimmt jetzt. Oh ja. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ganz genau. Also eine Runde habe ich gewonnen, was ich sehr schön fand. Ja. Was war das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Also in der vorletzten war es ein Bär. Das war ich noch. Das war es in der ersten. Genau, der Wither war das. Ah ja, stimmt. Nein. Ja.
Ja, ihr merkt, wir sind sehr aufmerksam bei unseren. No. Höchst konzentriert immer. Naja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, aber nicht vergessen und einen Kommentar da lassen, ob wir es auch öfters mal Masterbuilders spielen sollen. Ja, oder mal was ganz Neues auf Mindplex. Ja. Hast du also, ja genug Spielmodi hier? Schreibt einfach Spielmodi rein, dann können wir hier mal regeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.